Schönen guten Abend bei Mürztal aktuell. Die Basketballer der ECE Bulls Kapfenberger hielten ihre Autos für die kommende Saison und sie haben den Ausdruck Trachten-Pärchenspringen noch nie gehört. Kein Problem, wir klären sie auf und zwar jetzt in unseren Meldungen des Tages. Am Samstag wird der Naturteich in der Stanz sicherlich höhere Wellen schlagen, wenn es ums Trachten-Pärchenspringen geht. Worum geht es noch? Ja, am Naturbadeteich in Stanz findet am 8. September der Streuobsterlebnistag statt. Der Streuobsterlebnistag ist der vierte in dieser Ausgabe, der speziell von den Streuobstwirten und von den Betrieben aus der Streuobstregion wird der organisiert. Und ab 15 Uhr haben wir dort ein Highlight, und zwar ist es das hochsteirische Trachtenbärchenspringen. Trachtenbärchenspringen, gibt es da auch Bewertungen, Preise? Es gibt natürlich Preise, aber es gibt keine direkte Bewertung, sondern jeder, der in einem trachtigen, flippigen Outfit zu diesem Springen kommt, bekommt natürlich spezielle Preise überreicht, die aber für alle gleich sind, wie zum Beispiel einen 20-Euro Modegutschein von Ruten Schöffmann oder ein Flirthandbuch der Hochsteiermark und viele, viele andere Warenpreise. Und für alle jenen, die nach dem Springen wieder ihr Outfit herstellen wollen, wie die Damen, steht natürlich auch eine Friseurin zur Verfügung, die dort, unsere Friseurin Fischer, die dort ein neues Styling in ihre Haarpracht bringt. Reichhaltig ist das Programm über Bogenschießen, ein Kinderprogramm, bis zu kulinarischen Schwankerln reicht das Angebot an diesem Tag. Der Wettergott dürfte uns heuer sehr wohlgesonnen sein. Es wird Sonnenschein vorhergesagt. Also wir werden sicher, wie in den letzten Jahren bei diesem Streuobsterlebnistag, die immer unter verschiedenen Themen gestanden sind, einen sehr hohen Besucherzuspruch erwarten. Es gibt natürlich auch diese kulinarischen Spezialitäten aus der Region, die natürlich auch immer sehr attraktiv für die Besucher sind. Also nicht nur das Springen alleine und die Zuseher, wer nicht springen will, zuschauen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Das ist natürlich auch ein großes Highlight. Neben all den Unterhaltungsangeboten genießt man auch noch die herrliche, naturbelassene Landschaft. Was wäre wohl ohne die Hilfe der vielen Freiwilligen im Sozialbereich? Der repräsentative Arkadenhof im Brucker Rathaus ist der würdige Rahmen für eine Fotoausstellung. Diese Ausstellung zeigt einen Querschnitt vieler Tätigkeiten von engagierten Mitbürgern. Die Ausstellung soll in erster Linie über unsere Ehrenamtlichen der Zeit- und Hilfsbörse Bruck an der Mur informieren. Wir wollen wirklich diese Ausstellung unseren Ehrenamtlichen widmen, die seit 6 Jahren in Bruck und Umgebung tätig sind. Und das ist Bildmaterial, das Sie gesammelt haben im Laufe der Zeit? Das Bildmaterial ist so entstanden, dass ein Fotograf der Naturfreunde unsere Ehrenamtlichen die letzten 4 Monate bei ihrer Tätigkeit begleitet hat und eben berührende, lustige, bewegende und wirklich die Leistung drüber bringende Fotos geschaffen hat. Und gibt es auch so was wie eine Spendenbox, wo die Leute sich auch noch beteiligen können und sagen können, ich will auch etwas dazu beitragen? Ich danke, ja, die Spendenbox liegt uns immer am Herzen. Wir sind über jede Kleinigkeit dankbar. Ob das jetzt Geldspenden sind, ob wir mit Material unterstützt werden, so können wir unseren Betrieb aufrechthalten. Wie lange wird denn diese Ausstellung geöffnet sein? Sie beginnt morgen um 17 Uhr mit der Vernissage und endet am Donnerstag, den 13. September am Abend. Das sind ausschließlich Fotos, also keine Gemälde? Das sind ausschließlich Fotos, wirkliche Fotos von unseren Leuten bei ihrer Arbeit. Auch für die ehrenamtlichen Helfer ist es eine Anerkennung für ihr Engagement. Dort, wo sonst Kultur und Hochkultur ihren Platz haben, sind es diesmal die Ehrenamtlichen, die zeigen können, was sie alles geleistet haben. Die Basketballer der ECE Bulls Kapfenberg haben sich im Autohaus Fürstaller versammelt, um ihre Autos für die kommende Saison entgegenzunehmen. Jörg Fürstaller verbindet mit den ECE Bulls bereits eine langjährige Kooperation, die für beide Seiten durchwegs positiv ist. Vor kurzem war Trainingsstart bei den Basketballern der ECE Bulls. Um aber auch außerhalb des Spielfeldes mobil zu sein, bedarf es der Gunst von Sponsoren. Ein solcher Sponsor ist das Autohaus Fürstaller in Obereich, das auch heuer wieder eine Hyundai-Flotte zur Verfügung stellt. Ja, wir haben eine sehr langjährige Kooperation mit den ECE Bulls in Kapfenberg, die sehr positiv ist für beide Seiten, und darum wiederholen wir sie auch immer wieder.
Was wird da jetzt den Kapfenberger Bulls geboten? Die Kapfenberger Bulls bekommen für die heurige Saison 5 Stück Hyundai i30 neu. Das ist eben das Topmodell, das wir heuer anbieten können. Ist ein sehr innovatives und sicheres Fahrzeug, um die Mobilität der Bulls zu gewährleisten. Und mit diesen neuen Modellen ist die Mobilität der ECE Bulls gewährleistet. Und man ist von Seiten des Vereines froh, einen solchen Sponsor zu haben. Ja, wir sind bei den ECE Bulls sehr froh, dass wir wirklich langjährige Partnerschaften haben. Und mit dem Autohaus Fürsthaler und vor allem mit dem Jörg Fürsthaler verbindet uns ja eine jahrelange, sehr, sehr gute Partnerschaft, die nicht einseitig ist. Denn wir haben auch eine Menge Kunden gebracht, sind selbst sehr gute und zufriedene Kunden im Autohaus Fürsthaler. Und dass wir jetzt wieder so tolle Autos für unsere Spieler bekommen, freut uns ganz besonders. Jetzt ist ja Auto nicht gleich Auto, man fährt das Auto, aber es kommen ja ab und zu auch Strafen. Wie schaut es hier mit dem Strafenkatalog aus? Bezahlen den die Spieler selbst oder ist hier der Verein zuständig? Nein, hier ist Gott sei Dank nicht der Verein zuständig. Das würde das Vereinsbudget sprengen und es ist auch sehr gut, wenn man hier eine Radarstrafe bekommt, dann braucht man nur schauen von wo, dann weiß man immer, wo die Spieler wann, zu welcher Zeit unterwegs sind und ist eigentlich perfekt, denn sie werden regelmäßig geblitzt. Man hat auch gesehen jetzt bei der Übergabe der Autos, es gibt sehr viel Demokratie innerhalb des Vereines. Die Burschen haben sich selber die Farbe aussuchen können. Der TT Mace hat das als Stammesältester das Vorwahlrecht und dann kommen alle anderen. Aber bei solchen tollen Autos war es nicht schwierig und ist für uns eine super Geschichte. Und herzlichen Dank ans Autohaus Fürsthaler. Mehr kann man dazu nicht hinzufügen, außer vielleicht gute Fahrt zu wünschen. Heute zogen teils kompakte Wolkenfelder über die Steiermark. Es zeigte sich zwischendurch aber auch die Sonne. Vorhandene Nebelfelder lösten sich auf. Am Nachmittag und am Abend stieg die Wahrscheinlichkeit der Regenschauer an. Morgen Mittwoch scheint am Vormittag zum Teil noch die Sonne. In der labilen Luftmasse bilden sich ab Mittag allerdings Quellwolken. Und ausgehend von der Obersteiermark kommen am Nachmittag einige Regenschauer und Gewitter auf. Auch nachts über bleibt es niederschlagsfrei. Die Frühtemperaturen morgen Mittwoch liegen zwischen 12 und 17 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen dann 20 bis 25 Grad. Das war Mürztal aktuell für den Dienstagabend. Auf Wiedersehen.